Ja, herzlich willkommen hier aus Malaga und heute geht es darum, wie du günstig reisen kannst und während du reist vielleicht sogar auch noch ein bisschen Geld sparen kannst. Und zwar habe ich das diesmal zum ersten Mal gemacht, dass ich mich privat eingemietet habe, dass ich kein Hotel gemietet habe, dass ich auch kein Hostel gemietet habe, sondern mich über diverse Internetplattformen, in dem Fall Airbnb, eingemietet habe in einer Privatwohnung. Das ist hier eine WG in Spanien. Hier wohnen teilweise wirklich 7 bis 8 Leute in einer WG und die habe ich natürlich alle kennengelernt und wir haben abends schön auf dem Dach gesessen und noch ein Gläschen Wein getrunken. Und im Endeffekt kann ich euch sagen, dass ich finde, dass das wirklich die allerbeste Reiseerfahrung ist. Und noch besser als auch ein Hostel, wo man auch viele Leute kennenlernt. Aber hier ist alles ein bisschen ruhiger. Auf der anderen Seite aber auch lernt man wirklich die Leute kennen, die hier wohnen und nicht die Leute, die ganze Zeit um die Welt reisen. Und das fand ich total spannend. Ich habe mich einfach bei Airbnb angemeldet. Das könnt ihr unter diesem Video tun. Dann bekommt ihr direkt 50 Euro Startguthaben. Ich habe dort einfach nach Wohnungen gesucht, die es in Malaga gibt, die verfügbar sind. Habe die Leute angeschrieben und Anfragen gestellt und im Endeffekt mich für diese eine Wohnung entschieden. Und ja, die Wohnung ist halt viel, viel günstiger als jedes Hotel, jedes Hostel hier in Spanien und dazu halt noch total interessante Leute und jeden Abend was los. Was du auch machen kannst, während du quasi im Urlaub bist, dass du deine eigene Wohnung zu Hause vermietest und das kannst du auch auf Airbnb tun und dann bekommst du quasi auch noch Geld dafür, dass deine Wohnung genutzt wird zu der Zeit. Und du kannst dir vorstellen, dass die Mietpreise in Deutschland und in Spanien unterschiedlich sind. In dem Fall ist es in Spanien meistens günstiger, dass du quasi Geld verdienst, während du im Urlaub bist. Probier es einfach aus. Wie gesagt, wenn du dich unter diesem Link anmeldest, bekommst du 50 Euro Startguthaben und kannst direkt dein erstes Zimmer anmieten und dir einfach mal anschauen, wie das funktioniert. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche in Prag. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Macht's gut. Ciao. So, alles klar. Gut. So, hier. Auf geht's.